Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr da seid, alle, die im Live da sind und natürlich alle, die das Video später sich dann noch anschauen werden auf YouTube. Bei mir ist gerade noch morgen, auch wenn es 10 Uhr in der Früh ist, nicht lange geschlafen, weil einiges zu tun war in der Nacht. So ist ein gutes Thema, sich auch mal anzuschauen, wie kann ich, auch wenn wenig Regenerationszeit ist, so mein Qi, meine Lebensenergie schnell wieder in Schwung bringen. Eben eines sehen wir schon oder spüren wir alle, wenn zu wenig Schlaf da ist, dann ist auch der Qi-Fluss nicht so sehr aktiv. Oder wenn andere belastende Dinge da sind, die uns irgendwo auch im Inneren berühren oder im Inneren mit uns was machen oder belasten, dann kann es auch sein, dass der Qi-Fluss nicht so in den Schwung kommt, wie wir es uns vielleicht wünschen. Und von was sprechen wir da? Wir sprechen davon, dass eben unser Körper über die einzelnen Meridiane gut mit Qi, mit der Lebensenergie versorgt wird. Und das hat natürlich großen Einfluss dann auf unser Wohlbefinden, weil wenn unsere ganzen Systeme und Organe im Körper gut genährt sind, gut gestärkt sind, sozusagen ein guter Treibstoff da ist, der sie in ihrer Funktion aktiviert, dann ist es natürlich auch vom Wohlbefinden her angenehmer, schöner. Das Leben ist leichter und man ist nicht müde, man ist nicht träge und man fühlt sich einfach besser. Bewegung kann da jetzt schon ganz viel bringen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Trampolin daheim hast, ist es enorm effizient und geht ganz, ganz schnell. Aber ist ja auch etwas, was du auch im Stehen machen kannst. Das heißt, wenn wir das mal kurz ausprobieren wollen, das geht ja auch im Stehen, diese Bewegung. Das heißt, wenn du kurz mit mir aufstehst, dann kannst du eben auch im Stehen dieses lockere, leichte bekommen. Und damit automatisch auch deinen ganzen Körper wieder in eine gute, energievolle Position bringen. Das heißt, was passiert? Man hebt einfach die Fersen und schwingt so Richtung Mutter Erde und kann auch so in der Handhaltung Richtung Mutter Erde so irgendwie das Gefühl haben, man sitzt oder man springt auf einem Trampolin oder man sitzt auf so einem schönen Ball, der uns hilft, einfach in eine gute Schwingung zu kommen. Das kannst du einfach mal zeitlang machen, wenn du in der Früh aufstehst und das Gefühl hast und nach einer Möglichkeit suchst, du möchtest schnell einfach wieder so in Aktivität kommen. Kann natürlich sein, dass du deine Wadenmuskeln spürst. Das ist voll okay. Aber vielleicht spürst du auch, dass ein lustiges Gefühl kommt, ein so ein Gefühl innerer Freude. Das hat damit zu tun, dass diese Bewegung auch unsere Hormone aktiviert, vor allem die, die einfach uns Freude bereiten. Und wenn du dann den Moment spürst, wo es dann passt, kannst kurz in die Ruhephase gehen und auch so mit den Händen nach unten mit der Erde spüren. Mal so tief ein- und ausatmen. Und das tief einatmen hat damit zu tun, dass du wirklich in den Unterbauch atmest. Die Handflächen nach unten zeigend, die helfen uns auch, uns zu verbinden mit Mutter Erde.
Man kann auch sich vorstellen, wie man ganz tief zu Mutter Erde hin einatmet und aus Mutter Erde her wieder herausatmet. So ein tiefes Verbinden, einatmen, auch aus Mutter Erde, nach dem Ausatmen wieder so eine Verbindung aufnehmen. Kannst auch in dieser Verbindung deine Kraft der Visualisierung nutzen und dir vorstellen, wie du aus deinem Herzen heraus dich lichtvoll verbindest. Geht einfach jetzt über unsere Gedanken ein Lichtstrahl hinaus aus unserem Herzen, über unsere Fußsohlen, über unsere Beine hin und durch die Handflächen. Zu Mutter Erde. Dieser Lichtstrahl, der wird sozusagen von Mutter Erde auch zurückgegeben. Und mit unserer Dankbarkeit und Wertschätzung bauen wir diesen verbindenden Strahl auf. Und Mutter Erde antwortet darauf mit ihrer Liebe und ihrer Fürsorge und ihrem Licht für uns. Dazu kannst du Worte wählen, die dich noch tiefer in Verbindung bringen. Liebe Mutter Erde, ich danke dir. Mutter Erde, ich liebe dich. Bin so glücklich, dass ich bei dir sein darf, dass ich auf dir sein darf, dass du uns so viel und noch viel mehr schenkst. Du kannst einfach jetzt sehr meditativ in dieser Verbindung sein und aus dem heraus schon eben gut geerdet in den Tag gehen, die nächste Aufgabe gehen, was auch immer für dich da ist. Das waren jetzt 5 Minuten, dass wir kurz in Bewegung waren, so eine Verbindung aufgebaut haben. Dass wir visualisieren, dass der Lichtaustausch geschieht. Und wenn wir das Gefühl hätten, dass wir irgendwo blockiert sind in ihrem Körperbereich und das Gefühl haben, ja, es war zwar jetzt nett, die Bewegung, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt die Energie gut frei fließen kann, ist ein wundervolles Mittel dazu die Taukalligraphie und die Möglichkeit, sie nachzufahren. Warum? Weil sie eben uns auch Kopf bis Fuß dann durchflutet mit einer noch kräftigeren, noch positiveren Energie. Das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendwo Unterstützung brauchen und das Gefühl haben, irgendwas geht gerade nicht weiter und wir wollen was in Bewegung bringen, ist die Tau-Kalligraphie ein wundervoller Weg dazu, dies zu tun. Und das können wir jetzt auch gerne mit versuchen. Wie fühlt sich das an, jetzt die Kalligraphie in dem Fall jetzt der größten Liebe mit in unser Feld zu bringen, um jetzt noch gestärkter zu werden, um noch besser sozusagen in der Lage zu sein, durch den Alltag zu gehen, die Themen zu machen, die uns Freude machen, die Spaß machen. Weil wenn man diese Liebe, diese Freude im Herzen spüren, ist auch wieder alles leichter.
Und so bitten wir darum, dass die Tau-Kalligraphie da jetzt ebenfalls uns unterstützt und uns hilft, dass wir einfach jetzt andocken können, diese Urenergie, die eh überall ist, die in der Erde ist, im Himmel ist, im Universum ist, dass dieses Qi uns jetzt auftanken lässt und uns Kraft gibt. Weil wenn wir so eine Tau-Kalligraphie nachfahren, in dem Fall ist das eh sehr ähnlich groß wie mein Oberkörper, geht das ganze Licht von oben nach unten durch meinen ganzen Körper hindurch. Das heißt eben so wie jetzt auch eben, wenn jetzt aus ein paar Stunden kommen, wo ich noch verschlafen bin, wo ich wenig geschlafen habe, ist es eine super tolle Möglichkeit, neben der Bewegung jetzt mich mit der universellen Energie zu verbinden, die mich wieder auflädt und wieder stärkt. Das heißt, wir folgen dem Verlauf der Tau-Kalligraphie und fahren sie nach in der Form, dass wir gleich aus dieser Position kommen, wo wir von Mutter Erde Kraft getankt haben. Und da kann man sich vorstellen, dass man so eine goldene Lichtkugel hält. Und diese goldene Lichtkugel beginnt man jetzt durch die Kalligraphie zu führen. Das heißt, man folgt dem Verlauf in der Führung dieser imaginären Kugel. Das heißt, der einzige Teil, den man sich wahrscheinlich merken muss, ist dieser, wo man aus diesem großen Dach kommt in der Liebe und zum Herzen übergeht. Beim Herzen kommt man aus der Mitte, geht man nach links, kommt zur Mitte zurück und geht wieder nach rechts raus und dann hinunter zu den Freunden. Und dann ist der Verlauf eh verständlich. Das heißt, ich nehme diese Lichtkugel in meine Hände und führe sie dann jetzt durch den Verlauf der Tau-Kalligraphie, in dem Fall Dahai für größte Liebe. Auch da kann man wieder die Verbindung aufbauen, indem man positive Worte findet und seine Wünsche auch äußert und einfach für sich wertschätzend und dankbar in diese universelle Verbindung eintritt, die die Tau-Kalligraphie aufmacht. Das heißt, hier eben, liebe Tau-Kalligraphie Dahai, der größten Liebe. Wir lieben dich, wir ehren dich, wir wertschätzen dich. Und all deine Verbindungen, die du für uns hast, hinauf zu höheren Dimensionen. Wir bitten um deine universelle Unterstützung, dein universelles Licht, deine universelle Liebe, um heute gestärkt zu werden, sodass wir einfach kraftvoller werden, mehr Energie haben, mehr Vitalität haben, mehr Freude vielleicht spüren können und dass einfach alles leichter geht für die nächsten Stunden. Wir sind so dankbar. Und dann findest du eben einfach deinen Rhythmus, wo du dem Verlauf der Kalligraphie folgst. Und das ist dieser interaktive Teil, den es so in der Form noch nie im Kunstbereich gegeben hat, dass nämlich aktiver Austausch passiert von unserer Situation, von unseren Gefühlen, dass wir Belastendes abgeben können und Positives aufnehmen können. Genau dieser Weg, dem Verlauf zu folgen, entweder jetzt in der Form dieses Dun Tracings, heißt es auf Englisch, das Nachfahren in Form einer Kugelhaltung, oder auch nur das Nachfahren mit den Fingern, löst diesen aktiven Teil aus, der aktiv von uns was freilässt und in der Interaktion dann Positives wieder aufnehmen lässt, weil uns die Kalligraphie mit diesen hohen positiven Feldern verbinden lässt. Und das ist schon was sehr Besonderes. Und überall, wo wir hinkommen und davon erzählen können, ist sofort der Wunsch, da das auszuprobieren. Und so kann man es jetzt einfach ganz entspannt einmal machen.
wenn man auch seinen Geist gut in Ausrichtung bringen möchte, dann ist es fein, wenn man auch eine Affirmation findet, mit der man gut kann, die etwas Positives gibt auch. In dem Fall zum Beispiel könnte man wiederholen: Da-Ei, bitte stärke mich. 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 Irgendwo, wenn du dann gut in der Verbindung bist mit der Übung, in der Verbindung mit der Kalligraphie bist, wirst du merken, es braucht nichts mehr Gesprochenes, weil der Geist eh schon zur Ruhe gekommen ist. Und man ist drinnen in diesem Feld, das sich sehr weit anfühlt, sehr leicht anfühlt, sehr, sehr auch befreit anfühlt. Und dann bleibt man eigentlich nur mehr im Aufrechterhalten dieser Verbindung, was ihm durch das Nachfahren gelingt. Es ist wie ein Lichttor, das sich öffnet, ein Krafttor. Aus der Natur kennen wir die Kraftplätze. Die Tao-Kalligraphie zu Hause ist dann eben dieser wunderschöne Kraftort bei dir zu Hause. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr irgendwo hingehen und etwas suchen, sondern es ist alles bereits bei dir. Das heißt, eine Tau-Kalligraphie in Buchform, in Kartenform, im Original zu haben, erzeugt ganz automatisch im Nachfahren einen hochschwingenden Kraftort für dich, den du für dich und deine Liebsten dann einsetzen kannst. Ist auch immer wieder schön, wenn man so mitschwingt und so ganz leicht so einen innerlichen Tanz beginnt. Man leicht in die Knie geht. Das heißt meistens bei den Abwärts Strichen, Abwärtsbewegung auch mit hinunter geht. Wenn man das Gefühl hat, jetzt ist er stimmig und man kommt zum Ende der Übung, fährt man die Kalligraphie bis zum Ende nach und hält aber auch weiterhin diese goldene Lichtkugel so vor dem Unterbauch. Man wird spüren, dass da eine Schwingung entstanden ist, dass da in den Handflächen was zu spüren ist. Und das ist einmal der erste wichtige Schritt, dass wir dieses Qi, das wir sammeln, durch welche Übung auch immer, dass wir dieses Qi in den Unterbauch bringen. Das heißt, man kann dann auch ganz nahe an den Unterkörper gehen und sozusagen den Unterbauch bestrahlen. Es geht auch im Sitzen, wenn die Hände dann einfach so
am Oberschenkel liegen und die Handflächen zum Unterbauch zeigen. Wir können uns auch gleichzeitig vorstellen, dass diese Lichtkugeln, das können wir gerne auch im Sitzen machen, dass diese Lichtkugel, wenn die Hände jetzt weiterhin am Oberschenkel liegen und die Handflächen zu uns zeigen, dass wir uns vorstellen, dass da diese Lichtkugel, die jetzt da ist, dass die einerseits von Mutter Erde jetzt bereits ganz viel positives Qi aufgenommen hat, aber wir können auch wahrnehmen, wie aus allen Richtungen. Und wenn man versucht, mit dem inneren Auge nach oben zu schauen, wie auch eben von oben ganz viel positive Energie zu uns fließt. Das heißt, diese Lichtkugel ist sowas wie ein Magnet für positive Schwingung, für Licht, für gute Energie für uns. Das ist schon früh in der TCM erkannt worden. Übersetzt gibt es da den Satz, goldenes Licht heilt. Und genau das können wir jetzt tun. Wir können uns vorstellen, dass eine goldene Lichtkugel da jetzt entsteht, beziehungsweise entstanden ist, die man auch weiterhin mit zum Beispiel der linken Hand halten kann und die rechte Hand kann auch weiterhin die Kalligraphie nachfahren, um so noch mehr positive Kraft vom Universum, aus den höchsten Ebenen der Quelle, wo alles erschaffen wird. Planeten, Sterne, Galaxien entstammen alle aus einer Schöpferkraft, aus einer Quelle, aus dem Tao heraus. Und dort können wir über die Tao-Kalligraphie andocken und dem Nachfahren genau diese höchste Kraft, die alles erschafft, die Galaxien erschafft, die einzelnen Sonnen und Planeten erschafft, die alles Leben erschafft, dort können wir andocken und jeder Millimeter im Nachfahren holt uns dort positive Schöpfungskraft ab. Und die können unser Leben bringen und damit auch einen Transformationswunsch verbinden. Jetzt machen wir die Übung circa 20 Minuten und fühle mich ganz anders jetzt schon. Also nicht mehr so verschlafen wie zu Beginn. Es fühlt sich befreit an, es fühlt sich locker an, freudig. Das heißt, dieses Nachfahren ist der Schlüssel. Du hörst vielleicht auch vielerorts immer mehr die Botschaft, eben, dass alles verfügbar ist. Gerade bei all jenen, die es so gern lieben, eben sich mit dem Manifestieren zu beschäftigen. Die simpelsten Dinge sind ja Parkplätze, wenn man in der Stadt ist mit dem Auto oder ähnliches, was leicht geht. Dass man wirklich einfach die Dinge in sein Leben zieht, die man sich wünscht und an die man gerade denkt. Und genau das passiert damit. Ich verbinde mich mit all den universellen Möglichkeiten, dem allumfassenden
unendlichen Potenzial der Quelle. Andere haben einfach nur andere Namen dafür. Und du gehst einfach in diese tiefe Anbindung. Und wirst dir bewusst, dass alles möglich ist, wenn diese Kraft einfach in ihre Wirkung gehen kann und dass wir nie getrennt sind davon. Außer eben all das, was uns innerlich in Gedankenform, in Emotionsform wieder blockiert und davon abhält, dass wir dort verbunden sind. Aber generell wäre alles da, rund um uns, in uns. Und das Befreiende ist eben dieses Nachfahren, das man mal in der Stille tun kann. Und wenn du die Übung selbst für dich machst, dann kommst du wieder zu irgendwo zu dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt spüre ich, jetzt hat sich wieder ein Kreis geschlossen, konnte jetzt wieder viel auftanken, und dann fährst du die Kalligrafie bis zum Ende durch. Gehst wieder kurz in die Stille in dich und kannst dabei bleiben, in deiner Visualisierung dir vorzustellen, wie, wenn es jetzt um die Stärkung deines Körpers geht, wie dein Körper einfach jetzt voller Kraft, voller positiver Energie ausgedehnt sich hat, erstrahlt. Du kannst in diesen Momenten der Stille dann auch gut reinspüren. Bin ich überall entspannt? Ist der Körper entspannt? Gibt es hier nur Schmerzbereiche? Gibt es hier nur Bereiche, wo du das Gefühl hast, dort ist es irgendwie gestaut, die Energie? Weil dann können wir natürlich den nächsten Schritt gehen. Und im Fluss des Qis zu stärken, weil in dieser Erkenntnis von vorhin, es gibt Meridiane, aber es gibt auch einen zentralen Energiekanal, der uns hier zur Verfügung steht, können wir ihn üben mit diesem Energiekanal. Ebenso den nächsten Schritt schaffen, aufs nächste Level kommen, in unsere Energie, in unsere Kraft, in unseren Stärken unseres Körpers. Und Dr. Master Shigang Shah hat ganz viele tolle Bücher dazu geschrieben, einerseits zum Beispiel das Heilungsfeld der Tao-Kalligraphie oder auch ein anderes sensationelles Buch, wo es um die Stärkung des Rückens geht und wo man mit einer Kalligraphie zum Beispiel arbeitet, die uns hilft, einfach aus dem Feld der Tao-Kalligraphie jetzt bewusst diese Kraft abrufen zu können und in unseren Körper zu bringen, fließen zu lassen. Das heißt, das ist ja das, was aktiv passiert. Im Verbinden mit der Tao-Kalligraphie kommt höchste Frequenz und Schwingung der Quelle. Zeichne es jetzt mal so als von hinten kommen. Aus den höchsten Ebenen der Quelle zu uns. Warum braucht man das? Weil es derzeit eben noch Themen gibt in uns, die uns davon abhalten, das noch selbst zu schaffen.
Also ich bin absolut der Meinung, dass alles vorhanden ist, alles da ist, dass eben nur wir uns mit Gedanken, anderen blockierenden in uns, auch alten karmischen Mustern noch davon abhalten, diese Energie aufnehmen zu können. Und je mehr wir diese höchste Frequenz und Schwingung zu uns bringen, desto mehr wandelt sich das und desto mehr bist du auch im Alltag verbunden an diese höchste Kraft. Und aus diesem Buch für eigentlich die Heilung des Rückens kann man diese Kalligraphie anwenden für alles. Egal, ob es mir gerade emotional nicht so gut geht oder andere Themen da sind. Es ist ein wunderschönes Buch, das uns hilft, ihr Kraft zu danken. Und es hat, wie vorhin gezeigt, eben auch mehrere Videos dabei. Eines davon, das Video zum Stärken des Qi-Flusses in uns. Und das wollen wir gemeinsam tun. Und in diesem Feld, das wir aufgebaut haben, wie über die Tao-Kalligraphie Da-Ai, jetzt einfach auch in uns dieses Qi fließen zu lassen, damit sich alles in uns stärkt. Weil wenn das Qi frei fließt, dann kann auch das Materielle folgen, das Körperliche oder all das, was du dir im Leben sozusagen manifestieren möchtest. Aber davor muss das Qi fließen können. Und dazu gibt es jetzt ein tolles Mantra, Hei Hang Hung Shi Wong Yo, das im Aufsteigen durch unsere Chakren das Licht aufbaut und eben vor der Wirbelsäule wieder runterbringt und einen Kreislauf bildet. Hey. In dem ersten Chakra atmet Licht dorthin ein. Dann geht man hinauf ins zweite. Du siehst schon, man atmet weiter ins erste ein und lässt das Licht aufsteigen. Das Einatmen ist immer ins erste Chakra und dann steigt es ins zweite auf und hoch. Ins dritte jetzt. Atmet weiter ins erste ein und jetzt ins vierte hinauf, ins Herz. Vom ersten ins fünfte. She.
Die Nerven des Kronenchakra. Am Beginn können beide Hände noch am ersten Chakra bleiben. Wenn wir aus dem ersten Chakra heraus alles aufbauen. Und jetzt geht's hinten die Wirbelsäule wieder runter. Und jetzt lassen wir es durchfließen und eine Hand bleibt im ersten Chakra und die andere Hand kann mitgehen. Hei hong hong a shi wong yo. 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 Du kannst jetzt selbst testen für dich, wie viel Licht ist bereits da und wie gut gelingt es dir, das Licht durch den Körper zu führen. Das ist zunächst einmal wirklich deine Vorstellungskraft. Aber es ist ausreichend. Du fühlst diese goldene Lichtkugel, die wir von Beginn an der Stunde begonnen haben aufzubauen, durch deinen Körper. Vielleicht spürst du Hitze im ersten Seelenhaus, im ersten Chakra. Das ist gut so. Da kannst du auch spüren, wie es diese Kraft mit aufnimmst. Weil die Besonderheit ist ja, dass wir eins aus der DCM einfach fantastisch lernen dürfen, dass wir nicht nur über unseren Geist, was wir gerade tun, diese Unterstützung machen, nämlich unser Geist lenkt
diesen Energiefluss gerade in der Übung, sondern dass wir ihn über alle Ebenen drüber, über die Tau-Kalligrafie, diese positive Kraft in unser Leben bringen. Und das ist eben dieser Zusammenhang von Shenqi und Qing, der universell funktioniert. Das heißt, das Licht, Shen, oder auch die Botschaft genannt, die Information, dieses Licht, diese Information, die leitet das Qi. Die kann das Qi stimulieren, wieder kraftvoll, heilsam ausrichten. Und dann reagiert der Körper in Form von Gesundheit, Selbstheilung oder überhaupt die Welt, in der wir sind, mit positiven Ereignissen und vielem mehr. Das heißt, dieses Üben mit den Tau-Kalligrafien, mit den Tau-Mantren, bringt eben diese höchste Kraft in unser System. Und es geht dann durch Seele, Herz, Geist in den Körper. Und aus dem heraus kann man enorm profitieren, eben wie schon anfangs gezeigt, in Verbindung mit der Tau-Kalligrafie. Und das wollen wir jetzt noch weiter vertiefen, indem wir diesen Schritt wieder gehen, in dieses schöne Buch zur Heilung des Rückens eigentlich. Und dort mit der Kalligrafie, die uns dort zur Verfügung steht, arbeiten. Und das ist schon was ganz Wertvolles, weil, wie wir wahrscheinlich am Anfang gespürt haben, eben bringt es eine enorm hohe Kraft zu uns. Und wie gesagt, es geht jetzt gar nicht so sehr um den Rücken. Wenn du jetzt ein anderes Anliegen hast, dann kannst du das jetzt nutzen, die Kraft der Tau-Kalligrafie, Tau-Bei, für dieses Anliegen. Jetzt nehmen wir mal an, du möchtest deine Lungen stärken. Oder du möchtest dein Immunsystem stärken, dann nutzt du ebenso diese Kalligrafie und gehst mit dieser Übung mit, dass du das Licht aufnimmst, das aus der Kalligrafie kommt. Und du lenkst das einfach, bittest das einfach in den Bereich des Körpers zu kommen, wo du Unterstützung haben magst. Da ist es jetzt visualisiert mit dem Rückenbereich. Es kann aber natürlich jeder Körperbereich sein. Weil alles sein Yin und Yang hat. Alles hat zwei Seiten, alles hat eine Kehrseite sozusagen. Wenn wir vom Rücken her, vom Rückgrat her gestärkt sind, kann natürlich der ganze Körper heilen. Aber wie gesagt, allein wenn du das möchtest, dass die Lungen jetzt gestärkt werden, dann visualisierst du, wie in deinen Lungen sich dieses Licht ausbreitet. Das können wir jetzt einfach mal genießen, diese Übung. Tao back. Deep inhale. Tao back. Deep inhale. Tao back. Deep inhale. Tao bei. Deep inhale. Tao back. Deep inhale. Tao bei. Deep inhale. Tao back. Deep inhale. Tao bei. Deep inhale. Tao back. Deep inhale.
Daubei. In diesem tiefen Einatmen nimmst du all das Positive auf. Deep inhale. Daubei. Mit dem Chanten des Mantras lässt du auch deep gleich deep inhale. Das heißt aufnehmen, Daubei. Richtest deep Positives aufnehmen. Inhale. Alles blockieren und loslassen. Alles, was irgendwo schwer ist, lass du los. Deep inhale. Daubei. 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 Deep inhale.
倒背 deep inhale， 倒 back deep inhale， 倒背 deep inhale。倒 back deep inhale， 倒背 deep inhale， 倒 back deep inhale。倒背 deep inhale， 倒 back deep inhale， 倒背mach's jetzt noch in der Stille, dass du so deinen Rhythmus findest. Aus der Kalligraphie das höchste Licht, die höchste heilsame Kraft, die höchste positive Energie aufzunehmen und so mit jedem Atemzug verinnerlichst du alles. Spürst, dass richtig ist, in jeder Zelle ankommt in dir. In jedem Organ, jedes Organ ist gestärkt und genährt. Das Tau-Licht nährt und stärkt. Kommend aus der Tao-Kalligraphie, und dazu kannst du jede nehmen. Hier eben diejenige für den Rücken speziell. Kannst du auch natürlich das Licht in die fünf Elemente fließen lassen, in deine Leber, damit du dich entspannst und du nicht so im Stress bist. Nimmst das Licht auf und lässt es in deine Leber fließen. Und alles Belastende lässt gehen. Nimmst das Licht auf und spürst, wie es dein ganzes Holzelement jetzt nährt und klärt. All die Anspannung, all das Gefühl, dass alles schnell gehen muss. Geht raus aus deinem Holzelement, geht raus aus deiner Leber. Du kannst das Licht in dein Herz bringen, ins Feuerelement. Dass einfach ganz viel Freude da ist, ganz viel Leichtigkeit. Und du spürst, wie Herz und Dünndarm, und das ganze Feuerelement ganz leicht und freudig wird. Ebenso nehme all das Licht auf für das Erdelement, für unsere Milz und unseren Magen. All das lassen wir jetzt integrieren, damit wir einfach sorgenfreier sind, viel entspannter sind, viel lockerer sind. Und ebenso nehmen wir all das Licht auf für unser Metallelement, für die Lunge und den Dickdarm. All die Anspannung in den Lungen wird freier, die Lunge wird weiter. Wir können so automatisch durch den Atem schon all das wertvolle Qi aufnehmen.
Aber auch wir sind freier von allem Traurigen, was uns irgendwo belastet. Wir werden stärker über unsere Metallelemente. Und das fünfte, lassen wir jetzt auch noch das Licht in das Wasserelement fließen. Und im Wasserelement Nieren und Blase nähren. Und gerade die beiden sind so wichtig für die jetzige Zeit. Es wird so stark mit Ängsten in dieser Welt auch gearbeitet. Das reflektiert natürlich in unseren Nieren, wo unsere Ängste gespeichert sind. Vieles, was draußen passiert, passiert auch drinnen. Und es ist wichtig, dass wir uns beruhigen und dass wir zu ganz starken Nieren, zu einem starken Wasserelement kommen, das flexibel, leicht, beruhigend wirkt auf uns. Und dann schließt sich der Kreis. Unser starkes Wasserelement, die Nieren nähren die Leber und das Holzelement nährt das Feuer, das Herz. Das Feuer, das verbrennt, geht als Asche in die Erde ist genährt. Aus der genährten Erde kann man Metall holen und das Metall selber trägt wieder das Wasser und das Wasser kommt wieder zum Holz. Und so ist der schöne Kreislauf der fünf Elemente gegeben und damit auch ganz viel Gesundheit, Kraft, Lebensenergie und Vitalität. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viel profitieren konntet jetzt von der Stunde, dass die Kraft der Tau-Kalligrafie euch gut getan hat. Wir können uns im Herzen bedanken für alles, was Gott bestehen durfte in dieser Stunde. Das ist immer ein wesentlicher Teil jeder Übung, ein wesentlicher Teil des gesamten Lebens. Weil wenn ich dankbar bin für alles, wenn ich in einem liebevollen Einklang bin mit allem, dann ist eben kein Platz mehr für Ängste, dann ist kein Platz mehr für Stress, dann ist kein Platz mehr für Belastungen. Weil wenn ich erfüllt bin mit Dankbarkeit, Liebe, Licht und allem, was einfach Gutes sein kann in mir, dann eben gibt's nichts mehr, was belastend ist. Dann bin ich in meiner vollkommensten Kraft und dann kann ich einfach gestärkt, voller Freude, voller Leichtigkeit durchs Leben gehen und weiß, dass automatisch nur das zu mir kommt, was einfach eben wertvoll ist, was mich irgendwo weiterkommen lässt. Und das ist schön, wenn ich so auch angstbefreit leben kann, weil ich weiß, es kann mir niemand schaden, es kann nichts mir schaden, es ist alles nur für was Gutes. Und das braucht natürlich ein bisschen Loslassen von dem, was unser Ego so denkt, was unsere Gedankenwelt so programmiert hat. Aber es kann viel leichter sein. Und das ist das, was ich hoffe, dass alle, die jetzt dabei waren, persönlich danke euch von Herzen, dass man das Gruppenfeld so schön gehalten hat. Und danke allen, die das Video nachschauen werden. Weil es einfach wundervoll ist über die Tau-Kalligrafie und über dieses Basiswissen eigentlich der traditionellen chinesischen Medizin so einfach und so viel Leichtigkeit in unser Leben zu bringen oder auch in das Leben von anderen. In diesem Sinne, danke, danke, danke. Und wenn jemand gerne noch was teilen mag, kann man gerne die Mikros auch öffnen, wenn ihr wollt. Und auch etwas auch erzählen, falls euch gerade was Erlebnisreiches da ist für euch zum Teilen. Ja, danke Martin, das ist wirklich, wirklich wahr. Das ist so, so kraftvoll und das, ja, das stärkt einen sehr. Muss ich sagen. Danke. Mich stärkt das wunderbar. Das ist, ja. Danke, liebe Elli, du bist ja auch so ein wundervolles Beispiel für uns, liebe Elli. Eben durch diese Übungen dich selber durch eine besondere Krankheit geführt zu haben und dass es dir wieder gut geht und dass du eben all das so schön und lieb anwendest, ist ja wirklich ja, so schön zu beobachten. Ja, das ist wirklich, wenn man in der Früh die ganzen Meditationen macht, das ist wunderbar. Das ist den ganzen Tag, es kann nichts mehr Schlimmes reinkommen. Das ist wirklich so. Das ist, das macht dann gar nichts aus. Oder man ist, ich sage halt dann immer, wenn wirklich ich kann, sage ich nachher,
Der Ei und das ist alles weg. Das Der Ei, sage ich dann, und dann ist alles weg. Das ist so wunderbar. Danke, danke. Danke, liebe Elli. Wir können von dir auch so viel lernen, wie man es einfach ganz praktisch einsetzen kann und eben große Erfolge in der Gesundheit eben schaffen kann aus eigener Kraft. Super. Danke dir. Ja, das ist wirklich ja wunderbar. Ich danke euch allen. Wir Danke, sehen Elli. uns heute. Genau, wir sehen uns. Ja, danke. Danke dir. Das ist wunderbar. Ja, dann teile ich mal, dass meine Zellen vibrieren, dass die Übung Nachbars Katze angezogen hat. Die weiß auch, was gut ist. Und die liegt jetzt sogar hinter mir auf dem Stuhl, weil sie ganz nah wollte. Oh, süß. Und jetzt schnurrt sie und dadurch vibriert ja auch was in meinem Rücken, in meinem unteren Rücken. Ja, ich habe ja auch mit meinem Rücken Herausforderungen. Von daher vielen, vielen Dank. Ich werde das auch nochmal weiterempfehlen an andere, die mit Rücken haben. Es war sehr tiefgehend, sehr verbindend und aktivierend, ja. Dankeschön, Martin. Danke Und auch. dir, danke dir auch für all deine schönen Gruppen, die du anleitest. Und ja, danke auch immer wieder im Soul Brunch, dass du auch dabei bist und ihn leitest. Danke, danke, danke. Ihr Lieben, auch im Chat ganz kurz. Ja, Carina hat geschrieben, es ist sehr intensiv, also zwischendrin noch vor einer Viertelstunde. Spürte, dass ich mir allein nicht die Ruhe nehmen kann, es so in Ruhe zu tun. Komme zum Thema Unruhe, Stress, Kontrolle, Angst. Genau. Das ist ja überhaupt eh ganz eine normale Situation in uns, dass wir das irgendwo mal entdecken, dass wir selber so Unruhe, Stress, Kontrolle und Angst kreieren. Für dich war spürbar im Solarplexus, im Rücken mittig, seitlich, die Muskeln alles angespannt, auch Herzbereich ist verspannt und aufgeregt. Ich spüre, wie ich meinen Rücken so sehr strecken mag, wie es wirkt. Gerade kommt ein bisschen Schmerz raus und mag sich alle Anspannungen lösen. Super beschrieben. Danke, liebe Karina, auch immer für deine tollen Erkenntnisse und Beschreibungen, weil du triffst vollkommen auf den Punkt. Also viele von uns haben, jeder wahrscheinlich hat gewisse Ängste, entweder sind sie bewusst oder unbewusst. Aus diesen Ängsten heraus wollen wir kontrollieren, aus diesen Ängsten heraus wollen wir sicher sein, dass Dinge so und so laufen. Aus dem heraus entsteht ganz viel Stress und Unruhe und Anspannung. Und am Ende, besser hätte ich das jetzt nicht beschreiben können. Ich denke gerade an einen lieben Menschen, mit dem ich mich derzeit wöchentlich öfter treffe. Bei ihr ist so viel auch verspannt. Und das einmal zu lösen, braucht ein bisschen Zeit, die man sich selber schenken darf, damit das einmal alles aufgeht, was eigentlich aus uns heraus entsteht. Aus uns heraus, aus unseren Ängsten heraus und aus unseren eben Wünschen, Dinge zu kontrollieren. Und das ist ja auch wieder Angst, weil wir nicht vertrauen, dass der Himmel uns ja automatisch mit dem beschenkt, was gut für uns ist, entsteht ganz, ganz viel Verspannung. Und das gilt es eben zum Entspannen. Da funktionieren natürlich Massagen, da funktioniert die Akupunktur, da funktionieren unsere wunderschönen Übungen, alles im Einklang mit all diesen schönen Möglichkeiten auf allen Ebenen zu arbeiten. Dorothea bedankt sich auch und wünscht einen wunderschönen Tag. Die Doris hat geschrieben, war sehr kraftvoll, danke. Und die Hertha hat geschrieben, danke. Meine Nase, meine Augen laufen. Ich ruhe. Schön auch. Lass uns ruhen. Und ja, danke euch fürs Mitteilen. Wenn noch jemand was sagen mag, dann gerne noch. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Wochenende. Alles, alles Liebe. Baba.